Grüß Gott, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Wir sind auf dem Mittelaltermarkt in Pfullendorf. Das ist mal was ganz, ganz Besonderes und mal was anderes wie immer nur Biker Days. Da werden handwerkliche Künste aus alter Zeit her gezeigt. Und jetzt sind wir hier beim Uli Brünner, glaube ich, gell, haben wir gesagt. Ja, genau. Herr Brünner, zeigen Sie uns mal ein bisschen was über das Glasblasen. Und da können Sie vielleicht ein bisschen was erklären. Ja, also ich blase hier Glas. Ich mache so kleine Mäschen aus Hartglas oder Polysilikatglas. Und das ist jetzt gerade die Vorbereitung dafür. Ah, das habe ich aber jetzt schon gesehen. Da muss man schon ein feines Fingerle haben, glaube ich, dazu. Ja, man muss halt ruhig arbeiten. Man darf sich nicht zu sehr ablenken lassen. Und ich mache jetzt solche Mäschen, die hier schon ein paar stehen. Die werden dann mit Wasser gefüllt. Meine kleine Blume reinschauen. Ah, die sind ja toll, das ist ja klasse. Die Kleinigkeiten, die man halt hier in also kurzen Zeitraum machen kann, damit die Leute sehen, wie es gemacht wird. Und wenn sie Lust haben, können sie sowas mitnehmen. Also wenn ich sowas angucke als Holzfachmann, dann muss ich mir sagen, das muss brutal schwierig sein, so etwas zu machen. Also wenn man es kann, ist es immer nicht schwierig. Ja, ist okay. Das ist wie überall. Ich mache jetzt erst einmal hier die Einschnürung in der Mitte. Das ist im Prinzip die Stelle, die auch bei einem Weinglas mit einem längeren Stiel, bloß dass ich den Stiel nicht ausziehe, sondern bloß die Einschnürung mache. Da kommt unten der Fußteller hin und oben drüber kommt dann das eigentliche Wäschen. Wie heiß muss das Glas etwa werden, bis das so schmilzt? Das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber das muss so heiß sein, damit es sich von alleine zusammenzieht und die Form bekommt, die ich haben will. Das ist einfach eine Gefühlssache, aber das liegt so schätzungsweise zwischen 800 und 1000 Grad. Okay, also der Schmied hat noch ein bisschen heißer gebrannt. Es kommt immer darauf an, mit welchem Material man zu tun hat. Also Glas hat ja auch verschiedene Grade von Flüssigkeiten und wenn ich es auf 1000 Grad erhitze, dann ist es so dünnflüssig, dass es mir anfängt wegzutropfen und das will ich ja nicht. Insofern bleibe ich drunter. Aber Sie haben jetzt schon im Kopf, was das werden soll. Ja, ja, das war jetzt der Fußteller hier, den ich gerade heiß mache. Den blase ich jetzt ein bisschen auf. Ja, darum heißt es Glas blasen. Es ist ja erstaunlich, hier zu uns nach Deutschland ist das Glas mit den Römern gekommen letztendlich, aus der Geschichte heraus. Ja, im Prinzip schon, ja. Also die Römer, die haben ihre besten Glasmanufakturen in Köln gehabt. Genau, genau. Ja, genau. Da sind ja auch die sogenannten Diadrengläser entstanden, die heute immer noch Rätsel aufgeben, wie man die damals hat machen können. Ja, da haben so viele dran versucht, aber das ist ein schwieriges Unterfangen, sowas genau nachzumachen. Gut, und da habe ich neulich einen Film gesehen über Murano-Glas aus Italien. Ja, Murano-Glas. Murano-Glas, das ist ja auch eine interessante Geschichte. Wenn man das von der Geschichte her sieht, hat man die praktisch auf die Insel verbannt, die Profis, damit die ja niemand verraten, wie man sowas macht. Jetzt nimmt das Geform an.
und Gestaltern. Die venezianischen Glasbläser, die waren ja anfangs in Venedig. Und dann haben die Brände ausgelöst und haben die Dogen Angst gehabt, dass genau. die Stadt noch vollends abbrennt. Und deswegen hat man die dann rüber auf die Nachbarinsel, auf Murano, verfrachtet, wo dann die ganzen Glashütten entstanden sind. Also das ist jetzt hier der Vasenkelch sozusagen. Und was ich jetzt heiß mache, das wird der Hals. Mhm. Das kann man richtig schön sehen, wie sich das jetzt verformt. Da war für ein Relativ immer anders. Klasse, Mensch, das ist also toll. Jetzt mache ich oben diese Halterung. Begeisternde Handwerkskunst. Diese Schlinge sozusagen. Ich mache erst den Fuß fertig. Kommando zurück. Und die Glasstäbe, die kaufen Sie serienmäßig? Ja, das sind Glasröhren, die ich habe, die sind so 1,50 Meter lang. Ja. Und die kaufe ich natürlich, das ist so Halbzeug. Und das Glas selber, ist das ein Kristallglas oder was haben wir da? Ist das ein Flotglas oder? Das ist sogenanntes Uranglas, also Hartglas, was sehr unempfindlich ist gegenüber Hitzeschwankungen. Mit dem Glas kann man halt hier auf dem Markt auf die Schnelle sozusagen gut arbeiten und was zeigen. Ja, das ist Begeisterung. Einfach nur Begeisterung. Die Vielfalt von Glas. Das ist ja der Hammer. Machen Sie das nur auf dem Markt hier? Ja. Haben Sie mit der Mittelaltergeschichte etwas zu tun? Naja, halt seit vielen, vielen Jahren. Glasblasen auf Mittelaltermärkten. Aha, okay. Mhm. Das ist die Zeckenzange. So, und jetzt mal die Schlinge oben hin. Jawohl. Und da gibt es letztendlich ja nicht irgendwo Beschreibung, wie man sowas machen kann. Das ist ja reines Gefühlsgeschichte. Ja, also sagen wir mal, so Literatur über die Art und Weise hier zu arbeiten, gibt es eigentlich herzlich wenig. Sowas kann man halt auf Fachschulen lernen. Ja. Toll, Mensch, klasse. Und dann brauchen wir sehr viel Gefühl, das habe ich jetzt schon gesehen. Also über das Glasperlen machen gibt es ja jede Menge. Ja, es wird aber auch einfacher sein. Es wird auch einfacher sein. Ja. Toll. Einfach nur begeistert. Noch für das Häschen rein. Da wundert man sich ja immer, wie die Schiffe in die Gläser kommen.
macht man da auch Löcher rein und schiebt die rein. Genau. Was, wie die was? Die Schiffe im Norden oben, die Glasschiffe in die Glas, Fässer drinnen. Schiffe, ja. Aber die werden ja auch ganz aufwendig reingemacht. Naja, die werden so faltbar. Genau. Und dann, mit den linken Masten genau. In die Flasche genau. Ja. Klasse. Dann nimmt man ja normale handelsübliche Flaschen für. Klasse. Und jetzt muss das Ganze abkühlen. Jetzt kühlt es noch kurz ab. Und dann hätten wir eine schöne. Dann ist das Häschen fertig. Dann haben wir da was Tolles gemacht. Herr Glasbläser, ich sage Ihnen vielen, vielen Dank für diese Ausführung. War ganz toll. Ich glaube, die Handwerker vom Baufachforum werden Ihnen dankbar sein. Ja, gerne. So, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, das ist nochmal der Abschied jetzt nochmal, was heißt vom Glasbläser. Wir werden jetzt nachher zur Musik rübergehen und ihr werdet noch einige sehen hier vom Altertum zum üblichen Markt. Ich verbleibe mal euer Bauschadensanalytiker Wilfried Berger. Thank you.